Hallo und recht herzlich willkommen zurück auf der Silver Run Forest. Zweiter Teil aus dem Livestream vom 26.10. kurz nach Mitternacht. Ja, ich bin mal wieder zu Gast hier auf dem Server vom Simon. Und jetzt muss man noch alles vor dem LS25 fertig machen. Hallo Simon. Hi Stefan. Ja, es ist die Dienstagsfolge. Und ja, es sind jetzt noch 14 Tage. Also wenn ihr natürlich die Folge seht. Ja. Bis zum Release des LS25. Und bis dorthin müssen wir hier zumindest mal einmal mit der Achterbahn gefahren sein. Und ihr wisst, oder alle, wo uns... Ja, eine regelmäßig. Ja, und alle, wo uns regelmäßig zuschauen, die wissen, dass wir nur einen Tag in der Woche für so, ich sag mal, 1,5 Stunden streamen. Hoppala, da war ein Bahnübergang zu. Genau. Wir streamen nur einen Tag in der Woche. Aber ich habe vielleicht auch für das Stefan eine kleine Freude. Was denn? Dieses Jahr ist mein letzter Arbeitstag am 20. November. Ja? Und dann ist mein Arbeitsjahr vorbei. Oha. Ach so. Und dann hast du Papa-Urlaub, oder? Ja, genau. Cool. Wie lange? Im Monat, oder? Ja, bis zum 7. Januar. Ah ja. Kann man mal machen, oder? Ja, ja, ich bin etwas überfüllt hier. Also das heißt, da werde ich eventuell sogar ein bisschen mehr machen können. So. So, jetzt was ich noch machen möchte, ist hier Stoff auslagern. So, den werfen wir nach hinten drauf. So, dann haben wir die 6000 und 3000 Holzbalken. Okay. Das passt doch. Kann ich auch noch die Bretter drauf werfen? Komm, die Bretter werfen wir auch noch drauf. Sind 3100 Liter. Wie viel ist da drin in einer Palette? 1000 Liter. Ja, die kann ich drauf werfen. Die werfen wir da irgendwie mit drauf. Oder Stefan, was meinst du? Wie bitte? Die 3000 Bretter da, die kann ich da irgendwie mit drauf werfen. Ja, ja. Gut. So, ich brauche nochmal einen. Oh, okay, ja, den kann ich irgendwie da oben hinwerfen. So, müsste eigentlich passen. Bisschen Stoff ausgeladen, fahr das rüber zur Berg, zu Werft. Also ich müsste es theoretisch genug dabei haben für die Achterbahn. Dann muss ich noch mal ganz kurz zur Werft, um da zu gucken, was da noch fehlt. Kann ich dir gleich sagen, ich bin ja bei der Werft gleich. Aber nur wie viele Holzbalken da noch fehlen dann. Ja. Für meine Community habe ich auch eine kleine Ankündigung. Da geht es eigentlich vielmehr dazu, dass ich das Thema, ja, welche Vorteile hat es denn, wenn wer bei mir Mitglied wird. Und zwar, klar, neben der Unterstützung, dass ihr auch mir weiterhilft hier im Kanal ausarbeiten, werde ich oder bin gerade dabei,
Mini-Arcade Game zu programmieren und dann quasi der Community zur Verfügung zu stellen, dass die dann quasi, wer Lust hat, dann mein Arcade-Spiel bekommt als Mitglied, als kleines Gimmick. Es ist an sich kostenlos. Das Spiel oder die Spiele, also je nach Idee oder Vorschlag werde ich immer wieder neue Spiele programmieren. Das sind kleine Arcade-Spiele, also nichts Wildes. Und gerade bin ich dabei, zum Beispiel, weil ich hier viel auf World of Tanks unterwegs bin, ein kleines Mini-Panzer-Arcade-Spiel zu programmieren. Und sagen wir so, die ersten Spiele sind getan. Panzer fährt schon mal, kann auch schon ein bisschen feuern und auch schon mal einen Turm zerschießen. Und wenn das Gameplay soweit fertig programmiert ist, dann denke ich mal, geht es um die Optik, das heißt Animationen und schöne Modelle. Genau, es wird auf jeden Fall ein 2D-Arcade-Spiel. Aber weitere Infos werden dann noch folgen. Also, ich habe alles genügend da. Im Ding. Also, Holzbalken haben wir null fehlt hier. Es fehlen noch. Wie jetzt? Stoff. Ach so. Das wird ja alle Stunden, glaube ich, kurz aktualisiert, kann das sein? Nee, das wird eigentlich immer aktualisiert. Weil es steht drin, im Lager habe ich 679 Liter Stoff. Ja. Benötigte Güter, nächster Schritt. 2855. Genau, achso, ja, fehlt 2158. Genau. Da fehlen noch 2158 an Stoff. Und sonst nichts mehr? Nö, sonst ist alles vorhanden. Echt? Holzbalken, 0 Liter fehlt. Ja. Das Schiff ist ja schon da. Es fehlt ja, glaube ich, nur hauptsächlich das Segel, ne? Ja, das geht hoch. Und der Mast. Okay. Oder die kleinen müssen gemacht werden. Und dazu brauchen wir Segel. Also müssen die Schafe ein bisschen ranhalten. Müssen schneller wachsen. Soll ich dich mitnehmen? Nee, ich bin ja hergesprungen. Aus Versehen. Na gut, das heißt, ich kann ja hier wieder ein bisschen hochdrehen mit der Zeit, ne? Weil wir wollen es ja abschließen. Ja, wir sind jetzt schon wieder. Wo ist es? Pass. Ja, die Zeit läuft, da habe ich hochgedreht. Ja, aber ich habe gerade kurz vergessen, auf welche Tastatur ich zu parken hatte. Auf dem Daumen. Auf dem Daumen? Ja, ich hab ja zum Gangschaltung habe ich einen Joystick, wo man eigentlich auch Hawks spielen kann, also dieses Fliegerspiel. Ich meine Schaltknüppel und da habe ich am Daumen habe ich ja auch eine Taste und das ist meine Handbremse oder die Feststellbremse sozusagen. Okay. Halt, stopp. Okay. Soll ich dich beladen? Ja. So. Obela. Aua, das tut doch weh. Hier wäre dann noch mal einer, gell? Ja, aber ich bin gerade schon umgekippt. Schwerpunkt ist ein bisschen hoch.
Bodenbelagsfabrik. Ausschalten, brauchen wir nicht mehr. Ja, und die Haustierproduktion braucht auch Stoff, aber die kriegen jetzt keine Wolle. Aber wir brauchen jetzt hier. Aber theoretisch kann man hier mal hingehen. Haben wir schon wieder 7810, okay. Wolle. Also sagen wir mal warten, bis ein bisschen mehr rauskommt. Ja, wenn du jetzt. Ich glaube, erst wenn die Wolle komplett da ist, geht der nächste Schritt los, nicht die 50 Stunden. Nee, die läuft schon runter. Ah, okay, läuft schon, okay. Aber hier stehen schon wieder zwei volle Woll. Paletten da. Okay, dann komme ich doch vorbei. Bis ich dann da bin, wird wahrscheinlich schon 1000 Liter voll sein Stoff. Ja, es geht jetzt hier ein bisschen schneller mit der Zeit. Mhm. So. Au revoir. Ciao, ciao. Ich will nichts sagen, aber der nächste ist auch bald voll. Bin gleich wieder da. Ja, jetzt produzieren die Schafe hier. Und die erste Palette liegt schon einfach so da, ohne dass ich es ausgelagert habe. Wir haben jetzt auch 55.000 Liter Mist. Ja, Mist, Schafe, das passt zusammen. Liebe LS-Community. Ich bin auch gespannt, wie das dann mit dem, wie lange das dauert, wenn der LS 35.000 ist, bis der neue Editor draußen ist. Nochmal Abrelease, oder? Letztes Mal weiß ich gar nicht, ob es gleich war oder ein, zwei Tage später, weil ich muss ja auch mal gucken, wie es dann mit der Map dann funktioniert, mit der neuen Portal. Oder generell mit meinen Mods, die ich drin habe. Konnte gar nicht manuell die Spanngurte losmachen. Muss wieder einsteigen. So, ich würde aber jetzt die Stoffe nehmen, die hier sind, und rüberfahren. Ja. Vorhin hat es besser geklappt. Reingepasst. Hopp. So. Ich habe uns mal noch was gekauft. Was denn? Was Schönes. Weil wir haben ja Geld auf dem Konto. Ja, das stimmt. Wieder um die Kippe. Wo ich einfach noch auf der Fläche rumgefahren bin. So. Eieiei. Zu hektisch gewesen hier. Und was hast du geholt? Etwas aus dem Premium DLC bzw. Premium Add-on. Okay, also nicht aus diesem Platinum, sondern aus dem Premium. Ja. Und was? Kannst du dir das nicht denken jetzt? Nee? Wie bitte? Kannst du dir das nicht denken? Was ich da vielleicht geholt oder auch nicht geholt habe? Aus dem Premium? Ja. Ein Fahrzeug? Ja. Kommt gar nicht so. Der alte Bus. Britsche Bus. Okay, den wir auf dem Hof auch haben in Sri Lanka. Ja. Den wir nicht benutzen. Moment, Sri Lanka nicht benutzen, habe ich mir gedacht, okay.
Komm, holen wir uns den jetzt wenigstens, dass wir ihn mal hier auf der Silver Run benutzt haben. So, es fehlen noch 1176, dann ist er auch voll. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist fertig? 14 Stunden. Oh. So, dann muss ich mal sagen, fertig? 3, 2, 1.